Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, heute geht es wieder um ein neues Projekt und zwar das Projekt Die Stahlstadt. Was dahinter steckt, das seht ihr jetzt gleich. Ich habe ein paar Aufnahmen zu verschiedenen Zeiten gemacht, wie ich gerade erst hier angekommen bin, wo ich genau bin und wie das Ganze ja heute aussieht und was ich mir da alles mit vorstelle, wie ich das Ganze noch aufbauen möchte. Viel Spaß damit! Ein toller Ort, wie ich finde, wo ich jetzt mal tatsächlich eine neue Basis machen möchte, ist hier. Ich zeige euch das Ganze mal und ihr seht ja an meiner Ausrüstung, ich habe noch nicht viel erreicht. Ich habe mir gerade mal meine ersten Klamotten gemacht, habe mir dann versucht, direkt einen Vogel zu fangen, habe mir einen Sattel dafür gebaut. Also das Härteste, was man dafür braucht, ist Eisen. Also das, was am schwierigsten zu bekommen ist, in Anführungszeichen. Und hier oben ist so eine runde Stelle. Da sind vier Chests in der Mitte. Hier unten ist jetzt noch ein Pengolett, glaube ich, heißt der. Und ich habe schon gesehen, hier vorne, ich muss noch ein bisschen darauf achten, dass ich jetzt gleich nicht abstürze wegen meiner Ausdauer. Hier vorne zwischen sieht man auch immer mal wieder Eier. Hier beispielsweise habe ich eins gesehen. Ich bin nur fast überladen, deswegen kann ich das leider nicht mitnehmen. Und ich möchte tatsächlich versuchen, hier auf den Runden, weil es einfach mal etwas Neues ist, eine Base zu bauen. Und zwar liegt das hier in einem ja doch recht kühlen Gebiet, muss man sagen. Die Aussicht ist schon ganz cool. Vor allen Dingen, wenn man da unten auch sieht, da sind so Wasserstellen und das ist so eine richtige Stadt, naja, ich sag jetzt einfach mal Metallstadt, deswegen wirkt das Ganze natürlich auch so kalt und natürlich auch, weil der Berg direkt im Hintergrund ist. Aber man hat grundsätzlich eine gute Stelle hier. Wie ihr schon sehen könnt, ich habe komplett neu angefangen hier auf dem Spielstand. Ich habe es so gemacht, dass ich hier in der Ebene des Aufbruchs mir kurz den Port gesichert habe, damit ich dann jederzeit hier unten hinfliegen kann und dann die ja, Pals im Endeffekt rein mir zusammensammeln kann, die ich unter Umständen brauche. Ähnliches gilt allerdings auch hier für das Startgebiet. Ich habe mich dann hier unten sterben lassen, muss ich dazu sagen. Und dann hat man hier diese, wo diese Flecken sind, als Startgebiete, wo man dann wieder neu spawnen kann. Und dann habe ich mich hier oben spawnen lassen. Ich habe dort eine primitive Werkbank gebaut, einen primitiven Hochofen und letztendlich dann auch noch eine PAL-Ausrüstungswerkbank, damit ich den Sattel machen konnte. Ja, und diese drei Dinge haben dann ausgereicht, dass ich soweit fertig war, dass ich losreisen konnte. Ich habe unterwegs einige Sachen gesammelt, jetzt gerade hier natürlich noch ein paar Eier. Ansonsten habe ich mir noch ein bisschen was mitgenommen, um hier eine Base zu bauen. Sollte ich hier nicht mit zurechtkommen, habe ich natürlich jederzeit dann auch die Möglichkeit, dass ich woanders hinfliegen kann. Deswegen bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich eben meinen Vogel mit dabei habe. Jetzt schaue ich mal eben. Das ist ein Pengolett Stärke 31. Da solltet ihr natürlich ein bisschen vorsichtig mit sein, weil ich bin persönlich jetzt gerade mal Level 17. Aber ich möchte trotzdem hier eine Basis erbauen. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich den jetzt gleich hier wegbekomme. Vielleicht mache ich auch kurzfristig die PAL-Box dahin und schmeiße ganz schnell die Tiere raus. Das kann man natürlich nur machen, wenn man die PAL-Box auch schon ein bisschen gelevelt hat. Das heißt, ich würde dann ein Tier rauswerfen und ein Tier, was ich dabei habe, und selber mit angreifen, in der Hoffnung, dass das soweit funktioniert. Ja, aber wie gesagt, wir haben hier vier Chests, die wir dann jedes Mal, wenn wir da nicht drüber bauen und die dann halt nicht entsprechend despawnen, können wir die abfangen und können die einfach nutzen. Und wir haben immer wieder die Eier, die dann auch hier in der Gegend sind. Und ja, im Laufe des Videos werdet ihr dann sehen, was daraus geworden ist. Ich werde versuchen, mich in kürzester Zeit hochzuleveln auf den Status Eisen bzw. Stahl und werde dann entsprechend versuchen, meine ganze Base auf diesen, ja, ich sag mal, Endzeitcharakter, diesen Stahlcharakter einzurichten. Ich hoffe, dass das funktioniert und dann werde ich das Ganze zusammenschneiden und ihr seht dann jetzt mein Ergebnis.
Übrigens, ich habe mich gerade einmal ausgeloggt und wieder eingeloggt, nachdem ich die Prahlbox hier aufgestellt hatte, und da war plötzlich der Gegner weg. Das solltet ihr also dementsprechend dann auch tun. Eine kleine Sache wollte ich noch eben vorwegschieben, bevor ich mich daran mache, hier aufzubauen und zu leveln. Und zwar seht ihr, wenn wir einmal hier nur über den Berg drüber fliegen, dass wir hier 1, 2, 3, da hinten auch nochmal, also die vierte Eisenstelle, nee, da ist auch nochmal 5 Eisenstellen haben im nahen Einzugsgebiet. Einige Stellen für Stein sind hier oben. Das ist auch sehr wichtig, gerade für den Anfang, wenn wir uns hier niederlassen wollen. Bäume sind hier auf jeden Fall in Hülle und Fülle. Und wie ihr seht, hier geradeaus gibt es auch nochmal einen Dungeon, wo ihr reingehen könnt. Allerdings kann ich euch den nur empfehlen, wenn euer Level wirklich schon etwas höher ist. Die Koordinaten liegen genau hier bei minus 83 und 190. Ja, wie ihr sehen könnt, geht es langsam, aber sicher mit der Basis voran. Ich habe die paar ersten Eier ausgebrütet. Dementsprechend habe ich noch ein paar wirklich schicke Pals dazu bekommen. Und so sieht es jetzt im Moment in meiner Basis aus. Ich habe ja hier rechts normalerweise ein Schaf drin. Das müsste ich eigentlich mal umtauschen gegen das andere Pal, was auch Wolle produziert. Dann habe ich hier zwei Pals drin, die für Gold oder Sachen, die man verkaufen kann, sorgen. Für Pfeile, für Palsphären und ich glaube Eisdrüsen produziert die Katze noch. Dann habe ich hier meine fleißigen Mitarbeiter, die mir eigentlich Steine und Holz bringen sollten, aber mein Holzmitarbeiter ist gerade am Fressen da hinten, wie man sieht. Und ich habe zwei fleißige Mitarbeiter, die sich hier vorne um die Beeren kümmern. Ich habe leider noch keinen Pal gefunden, was mir Weizen Samen gebracht hat. Aber das wird noch werden. Ich werde da demnächst nochmal genau nachgucken und dann werde ich auch da nochmal zwei Weizenfelder anlegen. Ja, wie ihr seht, das meiste habe ich jetzt hier noch in der Mitte aufgestellt. Das ist noch ein bisschen provisorisch. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade Level ja 28,5 und es ist wirklich super. Also ich brauche noch zwei Level, also sprich Level 30, dann kann ich endlich Metall herstellen. Auch wenn das, glaube ich, sehr teuer ist. Ich denke mal, Eisen kostet das. Würde ich gerne hier komplett an der Wand entlang und im Endeffekt hier diese komplette Breitseite an der Wand entlang bauen. Das kriege ich natürlich nicht so rund hin, wie es jetzt hier ist, sondern das muss ich dann ein bisschen gerader bauen. Hier soll auf jeden Fall was hingebaut werden, wo ich dann die Laufbänder mit reinstellen kann. Das könnte noch ein bisschen tückig werden, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin vom Platz her, weil die Markierung, wie man hier sieht, die geht ja ziemlich genau bis zu dem äußeren Rand, so wie ich das hier sehe. Ich kann die Markierung gar nicht richtig sehen, jetzt ehrlich gesagt. Ach doch, hier hinten ist sie ein bisschen hinter diesem Kreis. Dann geht sie hier vorne rein. Ja, und dann geht sie, glaube ich, genau über das Helle drüber, sodass man es nicht so richtig sehen kann. Und kommt dann hier auf der Seite, genau, noch so ein bisschen aus dem Hellen wieder raus. Also man hätte es noch einen Ticken nach vorne ziehen können. Also von hier aus gesehen jetzt einen Ticken nach oben schieben können. Aber das war für mich soweit schon okay. Das heißt mit anderen Worten, die Laufbänder, die werden dann hier auf jeden Fall hinkommen. Das wird dann meine große Industrie sozusagen. Mein privater Raum wird dann auf der Seite hier sein. Also sprich ein bisschen Deko. Mein Bett, wo sich gerade mein Pal sich irgendwie gemütlich gemacht hat. Warum auch immer. Faulenzer. Aber er hat auch gerade nichts zu tun, muss ich dazu sagen. Und ich habe auch meinen ersten Boss schon erledigt. Und zwar habe ich, das kann ich euch mal kurz auf der Karte zeigen. Ich bin hier unten so ein bisschen rumgewandert auf der Suche nach den passenden Pals. Und da habe ich dann meinen zweiten Besuch, Chile heißt der, auf Level 11 platt gemacht. Ja, und ich würde sagen, es geht ganz gut voran. Also mit dem einen Punkt konnte ich dann zumindest schon mal einen so einen Brutkasten machen. Wie gesagt, da habe ich dann ganz tolle Pals rausbekommen. Unter anderem dieses knufflige Tierchen hier. Ich finde den unheimlich süß irgendwie.
Ja, ich würde sagen, dass ich dann demnächst noch ein Video mache, wenn wirklich alles soweit hier fertig ist, wenn ich euch das Endergebnis präsentieren kann und ja, dass das erstmal für heute reichen muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.